Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed 3. In der letzten Mission haben wir zum Typen geholfen, eine Truhe zurückzubekommen von dem Typen im Roter. Und jetzt machen wir mal die nächste Mission. Ach Gott, da muss ich den Zeitlieb ansprechen. So. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Oi! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Churchill. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Woran? Ja, dann wissen wir es ja jetzt. So, erstmal raus aus der Taverne. Wie sieht das auf, dass ich im Haus nicht sprinten kann oder zumindest schnell gehen kann? Der Chirurg. Ist jemand zu Hause? Wunderbar. Charles? Sir? Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Okay. Wir zeigen ihm wie. Ah, jetzt müssen wir wahrscheinlich belausen, also was. Lieutenant Colonel Washington. Wir schreiben, was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Jetzt lass mich halt da hingehen, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss mich an das scheiß Teil dahin lehnen, ja. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Sie werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Steuereintreiber aus Boston. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Okay, dann laufen wir jetzt mal da lang. Wo müssen wir denn jetzt hochklettern? Weiß ich gar nicht mehr. Oh Gott, da hoch. Erstmal auf eine Kirche klettern. So. Einmal am Fenster hochklettern. So funktioniert das nämlich.
Was macht auf so einem Dach eine Tür? So. Jetzt sind wir oben. Synchronisieren. Auch wenn ich mit einem Fuß in der Luft stehe, aber egal. Mit ein bisschen Glück weiß einer von denen, wo Benjamin ist. So, und runter. Und das habe ich noch nie verstanden. Wieso sollte man aus so einer Höhe unverletzt bleiben? Okay, nehmen wir zuerst die da. Wo kann ich mich denn da hinstellen? Auf die andere Seite. Oh. Zack. So. Auf diese Gegend ist wirklich arg heruntergekommen. So. Jetzt hat. Man trifft nur noch Gelump und Gesocks auf den Straßen. Gerade heute bin ich wieder welchen begegnet. Erzähl! Unten bei der Kirche. Ein paar Männer hetzten vorbei, als einer von ihnen plötzlich zu Boden fiel. Aufgeschlitzt. Ich überlegte noch, ob ich ihm Hilfe anbiete. Das irgendwie reinblicken. Sicher besser so. Das sind nicht die Leute, mit denen man sich anlegen will. Ich bin nicht der Einzige, der das sieht, oder? Da bei der Kutte da drinnen. Da hängen Wachen. Buggy. Ja, mal weiterlaufen. So. Erstmal auf eine Bank setzen. Vergiss es! Die Lügen! Nein! Was soll ich tun? Drogen bringen nichts. Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schankstock. Mal sehen, was ihr dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es. Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Okay. Dann laufen wir mal oben rum. Au. So. Ja, fick dich doch. Hier, fick dich. Oh nein, warte. Hier nach oben. So. Und da ist einer dort. Jetzt darf ich erstmal die ganzen Typen da umnieten. Geht mir nicht schwer, kann ich einen nach dem anderen umnieten. Ja, wow, wenn die mir reinrennen. Wie soll ich dann bei einer Belausung nicht fehlschlagen? So. Kontrolle. Wie seltsam. Haben Sie gesagt, was passiert ist? Nein. Nur, dass es nichts Schlimmes sei und er bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als Sie zugaben.
Wohin brachten Sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Fort. Okay. Seht ihr, Charles? Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sir, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Okay, ich frag mich aber, wie er aufgezogen wurde. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Vorsicht, das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihm vorbeischleichen. Kann ich nicht auch irgendwie pfeifen? So. Ist mir jetzt egal, ob ich jetzt unbemerkt hin bin oder bemerkt. So. Alle mit der versteckten Klinge aushalten, dann passt das schon. Alter, nervt nicht. So. Was macht der jetzt schon wieder? Könnte sein, dass da drinnen ein Gegner ist. Alter. Alter, ganz im Ernst. Oder... Nee, oben ist er nicht. Und jetzt heißt, ich laufe da jetzt einfach hin, und wenn ich jetzt nicht Kraft habe, dann mache ich einfach nochmal. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Komm, bleib an. So. So. Tot. Hab den Schlüssel. Was hätten wir dann? Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht
Die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebärbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Ein kleiner Schnitt und keine Ohren mehr. Wie klingt das, Mr. Church? So. Komm mal her. Der ist Hundefutter. Ja. Wieso zum Teufel ist denn meiner rausgegangen? Vielleicht hast du Glück und wirst ohnmächtig. Ich werde aber mein Bestes tun, damit. Ja, dann kommst du eben her. Du bist ein Schläger. Gewöhnlich wie Dreck. Und stolz darauf. Ein bisschen von mir? Ein bisschen was davon? Fick dich! Ich habe ihn erschossen. Nur ein kleiner Schnitt und keine Ohren mehr. Wie klingt das, Mr. Church? Ein bisschen von hier? So. Wer seid ihr? Evan Kenway. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Der Chirurg. Mission beendet. 100 von 200 Punkten. Ey, Junge. So. Da muss jetzt sein, wegen der hat mich weggezupft. Bam, bam, bam. Ende. So, und ich würde sagen, das war's schon wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann guckt auch auf unserem Kanal vorbei. Und bis zum nächsten Mal.